Es geht zu der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Hut zu einem neuen Part von Switch Go Vacation. Und ja, ich habe einen neuen PC. Und das ist die erste Folge mit dem neuen PC. Ich hoffe, dass alles klappt, aber ja, es gab Probleme mit der Elgato, die einzubauen, wegen platztechnisch. Also, da war nicht ganz so viel Platz, aber es hat trotzdem geklappt und ich hoffe, die Aufnahme funktioniert auch soweit gut. Also, sagt mir Bescheid in den Kommentaren, wenn euch irgendwas auffällt, was nicht ganz so gut ist, okay? Und ja, wir machen heute nochmal ein Orienteering. Nehmen wir jetzt mal, wir hatten letztes Mal Creep Lord, nehmen wir mal Rocky. Wir könnten noch ein paar Hunde machen. Ich glaube, es ist wieder Zeit für einen Aufruf mit den Hunden. Warte mal kurz. Könnte ich meine Cam kurz ausmachen? Ja. Welche Rasse soll ich denn nehmen? Schreibt mal in die Kommentare, welche Rasse ich als nächstes nehmen soll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 oder 18. Schreibt mal in die Kommentare, welche ich da nehmen soll. Dann schauen wir mal. So, bin ich wieder da. Wir machen jetzt erstmal. Ne, Creeper hatten wir letztes Mal. Nehmen wir mal Rocky diesmal. Und wir gehen mal. Welche Sort gehen wir mal? Stadtresort. Bei Tag. Jetzt kommt wieder Fehler. Den müssen wir wegklicken. Ich weiß nicht, warum der immer kommt. Dieser Fehler. Oder kommt er heute nicht? Er verschont uns heute. Ich glaube, heute verschont er uns. Oder? Okay, anscheinend. Das ist cool. Wirklich sehr, sehr nice. Dann kommt er heute gar nicht. So. Okay, Mario, komm, schau das an. Da ist mal ein Tearing. Achtung, hier kommen die Infos. Okay, wir haben tatsächlich nichts im Shadowsort. Das heißt, wir werden uns darum kümmern, dass wir uns mal unser Aussehen ändern. Aber Buckelpiste, Leistung Buckelpiste, wandle die Schlusspunktzahl in Spielpunkte um, Bonuschance, Belohnung für Erfolg, einmal Technik, Chatbot, überspringe in der Frühbuch den U-förmigen Felsen und einmal Erkundung, Schneeresort, finde den Weihnachtsmarkt. Okay, im Bärenwald ist der. Ja, gut, da wir jetzt hier nichts haben, ziehen wir uns hier trotzdem mal um. Hier drüben! Ihr könnt sich umziehen. Habe ja im Seeresort ja schon gemacht. Wir haben sogar echt neue Sachen. Ja, schon ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, was wir für ein Outfit machen sollen. Schauen wir mal. Ob wir uns was Cooles einfällt. Was haben wir hier noch? Okay, der Helm sieht ziemlich cool aus. Könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne oder ob ihr noch Helme trägt. Tragt. Wait, ich bin hier noch. Ich muss hier drücken. Ich dachte mir schon, irgendwie ist hier was falsch. Ob ihr da Helme tragt beim Fahrradfahren oder wo auch immer. Jo, dieses Bändchen, dieses Kopftuch. Das ist ziemlich cool. Was haben wir hier noch? Sogar mit anderem Design noch. Ich hab's auch im V-Teil, weiß ich gar nicht. Das ist auch ganz funny, muss man sagen. Die Katzenohren, oh Gott. Oh Gott, das wird. So, hier noch. Schlafmütze. Auch ganz cute. Der Hut, der ist fresh. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht genau, was wir nehmen. Brille. Na, die Brille sehen irgendwie alle ein bisschen lächerlich aus, finde ich tatsächlich. Also, ich weiß nicht. Die taugen mir jetzt nicht so sehr. Also, I don't know. Komm, die sieht man ja kaum bei meiner Frisur, ne? Die sieht man ja gar nicht. Sehr dubios. Was haben wir auch noch? Die Clownsbrille. Ja gut, die ist nicht weniger peinlich. Oh no. Okay, gut. Lass das mal weg. Kleidung. Was haben wir hier? Wir haben einiges an Kleidung. Ist hinten noch was drauf? Nee. Das muss ich immer überprüfen. Weil manchmal ist ja irgendwas drauf hinten. Was ist denn da? Ein Bär, wo Love draufsteht. Boah, der ist ja süß. Oh, hinten. Sports Car. Steht hier drauf. Earth. Erde.
Nochmal Earth. Das sieht auch irgendwie cool aus. So eine Mischung aus so förmlichen, also mit Krawatte und so weiter. Aber dann trotzdem mit... Das sieht ja voll nice aus, das Blaue. Okay. Aber trotzdem halt mit solchen Protektoren noch. Obwohl das auch was hat, ne? Das ist auch hübsch. Boah, das sieht cool aus, das hier auch. Das auch. Das ist krass, steht hinten was drauf? Ne. Aber es sind schon coole Outfits dabei, auf jeden Fall. Dieser klassische Hoodie ist ganz nett, aber hätte noch was drauf sein können eventuell. Das hier ist nicht unbedingt mein Fall, würde ich so jetzt nicht tragen. Vielleicht zum Clownskostüm oder so, aber sonst, I don't know, ob man den jetzt tragen sollte oder ob ich das tragen würde. Der ist echt ganz cool. Ist da ein Barcode drauf? Kann man den scannen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, den kann man nicht scannen. Nee, da kennt man nicht. Erkennt ihr mich jetzt zahlen? Obwohl, ihr seht ja gar nichts gerade. Oh Mann, ich bin ja so blöd. Ich bin ja der Cam davor. Okay, wir machen folgendes. Wir tun meine Cam woanders hin. Huiuiui, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht so viel verpasst. Rückgericht, dies. So, ich gehe hier unten in die Ecke. Es tut mir jetzt voll leid. Obwohl, ich gehe in die andere Ecke. Dann seht ihr das. Okay, wir jetzt nochmal schnell durch. Ne? Nochmal fix und dann sage ich euch, was mir gefallen hat. Also das hier, Love, finde ich jetzt nicht so unbedingt so toll, habe ich gesagt. Das hier mit dem K ist okay. Upsala. Der mit dem Earth, mit der Erde ist ganz cool. Der ist auch ganz cool, muss man sagen. Den finde ich eigentlich fast am coolsten bisher. Wobei ich diese Farbe-Kombi so geil finde, das Blaue, ne? Dieses hier. Und die hier sind auch ziemlich cool. Das hier und das hier. Hm. Sind schon nicht schlecht. Die sind auch ganz nice. Hätte trotzdem was drauf sein können, noch mehr, finde ich. Wäre schon möglich gewesen. Das mit dem Barcode, das wollte ich euch zeigen. Aber ich glaube, den kann man nicht scannen, ne? Ich glaube nicht. Naja, was haben wir hier noch? Da ist nichts drauf. Ja, nicht unbedingt mein Style, den ich tragen würde. Das ist dem Robert haben wir getragen. Und zwar das hellblaue. Das hier. Ist eigentlich auch ganz cool, muss man sagen. Das Race ist ganz fresh. Ich finde das komisch, weil man kann das Race ja gar nicht lesen. Wieso das Race nicht weiß wird, weiß ich nicht. Nummer 17. Das ist das Klassische, was man am Anfang hat, ne? Haben wir hier mit dem Marienkäfer drauf? Kann man machen. Das ist so fußballmäßig. Sogar drei Streifen wie Adidas. Das ist ja echt cool. Wobei ich das eine hier cool finde. Und zwar das hier. Das sieht ziemlich cool aus. So ein bisschen wie so das alte Deutschland-Trikot, finde ich ein bisschen. Was haben wir hier? Okay, das ist nicht so unbedingt mein Stil. Doch, schade, dass sie keinen Namen haben. Was steht denn da drauf? Kawaii Island, ne? Mhm. Also sieht man das überhaupt auf dem? Ja, doch. Das ist neu. Das sieht aber auch echt cool aus, ne? Ui. Das ist grün-lila. Ist denn was drauf? Nicht, oder? Ne. Also das Grün-Lila beeindruckt mich schon. Oh, das ist aber auch hübsch. Obwohl nicht so sehr wie das Grün-Lila. Das hat schon mehr Stil, finde ich. Okay, wir haben noch viel mehr. Wir haben noch viel mehr. King. Ah, geil. Schöner Fail. Mit mir vor, dass ich die Cam drüber hatte. Aber gut, ich dachte mir, ich will es jetzt nicht rauscutten. Weil ich finde, das gehört ein bisschen dazu, dass man mal ab und zu mal failt. Shop. Haha, cool. Dicker Shopkeeper, hier dieses Clowns-Kostüm, naja. Wenn man möchte, ist das nicht so meins. Ich glaube, ich hatte das mal. Okay, das hier, das erinnert mich zu sehr an Miraculous. Oh Gott.
Adria wird's gerne anziehen wahrscheinlich. Cat Noir. Oh Mann. Was haben wir hier? Ich finde es so interessant, wenn es hier so zweifarbig wird, ne? Wobei ich die weiße Hose nicht so gern mag. Na, ich weiß es nicht. Wenn es ein bisschen schwärzer wäre, wäre es, glaube ich, cooler. Obwohl das Ganze in Gelb ziemlich cool ausschaut. Das Ganze in Grün ist auch nicht schlecht. Das finde ich schrecklich. Okay, gut. Das sieht ein bisschen so aus wie diese klassische Schuluniform, so von diesen in den Animes von den Jungs. Was haben wir hier noch? Oh, ne, eine Katze mit Herz. Das sieht auch nicht schlecht aus, finde ich. Auch die Rückseite. Boah, mit manchen Farben ist es eine andere Farbe, das hier die Hintergrund oder das Herz bei dem anderen gerade. Und hier auch das Herz, ist ja so eine Karte quasi. Ich fand am besten, glaube ich, das hier. Gut, die Kopfbedeckung haben wir jetzt wieder nicht gescheit gesehen, ne? Weil ich meine Cam drüber war. Kann ich ja nochmal schnell durchlaufen machen, ne? Aber was Besonderes hat man da eigentlich nicht verpasst, ne? Die ganzen Helme sind hier nur... Kawaii Cap ist ganz cool. So eine Cap würde ich nicht tragen, glaube ich. Die hier, naja, auch nur zu besonderen Anlässen. Dieses Kopftuch ist echt ganz cool, muss ich sagen. Das weiß ich gar nicht, ob es ein Vital gab, das hier genau. Habe ich vorher gesagt. Das hier. Katzenöhrchen. Und die Zipfelmütze. Schlafmütze. Und hier dieser Hut. Genau. Die Brillen habe ich euch auch schon gezeigt, aber gut, die kann ich auch nochmal durchgehen. Sind ja nicht so viele, ne? Die sind aber eh alle ziemlich lächerlich, finde ich. Ich weiß nicht, ob man sie vorher gesehen hat. Deswegen gehe ich sie nochmal kurz durch. Gehört ja indirekt auch zu 100% dazu, dass ich euch alles zeige, was es gibt, ne? So, und die Clownsbrille noch zu guter Letzt. Gut, dann kommen wir zur Kleidung. Die haben wir. Handschuhe. Weiß ich nicht, ob wir die brauchen eigentlich. Ah, ich brauche die, glaube ich, nicht. Aber wir haben auch große Hände, ne? Schuhe noch? Ziemlich fresh, die hier eher weniger. Ich fand die davor besser, die hier. Die hier, na, auch nicht so mein Fall. Ja, ich weiß nicht, die taugen mir auch weniger. Die sind okay. Finde ich aber diese Schleife ein bisschen seltsam. Die finde ich ziemlich cool. Die haben einen interessanten Verschluss, muss man sagen. Das sind Clownsschuhe. Die Tatzenschuhe. Die Pantoffeln. So blöd aus mit den Kartoffeln. Die sind sehr vornehm. Ich glaube, das ist lustig mit den grünen Schuhen. Oder die dunkelgrünen Schuhe. Ne, ich glaube, da müssen schon die hellgrünen Schuhe dann dabei sein. Oder die hier. Wie sehen die hellgrünen Schuhe dazu aus? Ich glaube, die sind irgendwie cooler, ne? So, wir wollen aber eine Kopfbedeckung eventuell noch haben. So, einen Hut vielleicht. Sie sind ein bisschen so ein Detektiv oder so.
Irgendwie sieht das lustig aus, finde ich. Ich würde sagen, es passt. Und dann schauen wir vielleicht noch, dass wir... sollen wir das so machen? Wir wollen es Opportunity auf jeden Fall noch in diesem Part machen hier. Mach's gut. Dankeschön. Inlandskates. Die können wir uns auch noch schnell anschauen. Wie sehen wir denn jetzt aus? Hat schon Stil, finde ich. So, wir wollen aber das hier noch schnell machen. Hier entlang. Für die Designs und so weiter bei den Autos. Nicht Autos, bei den Vollwertsmitteln. Was wir da so coole Sachen haben. Das sieht ziemlich cool aus. Ich glaube, das mag ich. An sich sind diese Hoverboards, diese Hover-Dinge einfach zu geil eigentlich. Aber trotzdem will ich auch mal ein bisschen Veränderungen drin haben. Obwohl die auch total cool sind, ne? Aber ich glaube, die passen nicht so gut. Oh, die würden passen. Die finde ich fast ein bisschen zu langweilig. Die sind auch gar nicht schlecht. Würden sogar auch passen. Die, naja. Die sind so ein bisschen die Farben meines Kanals. Das ist funny. Das sind diese ohne Rollen. Das ist wirklich cool. Hier auch so ein Logo drauf noch. Okay, die inneren, die äußeren sind immer grün oder eine Farbe und die anderen sind andere Farbe. Okay. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich entweder die nehme. Oder. Ne, die hier waren das, ne? Ich finde die cool, ich mach die. So, und noch was. Ja, wir zwei machen einmal oben. Und einmal unten. Ist ja beides wichtige Sachen, wie das Board oben und wie es unten ausschaut, ne? Schon ganz cool. Boah, das sieht ja unten sehr, sehr cool aus. Oben finde ich es gar nicht so fresh. Aber unten ist es echt cool. Ja, nicht schlecht. Das haben wir hier noch. Ja, ist okay. Dieses Blubberblasenteil, was immer das sein soll. Nein, das taugt mir jetzt eher weniger. Das sieht auch gar nicht schlecht aus. Das hat was. Das ist gar nicht schlecht, finde ich. Das Feuer ist okay, kann man machen. Aber ist nicht unbedingt so mein Fall. Das ist dieses Hoverboard, das ist schon sehr, sehr cool. Gut, wetten ist es genug Parts, das heißt, wir können jetzt auch mal was anderes machen. Dann das hier noch. Ist auch nicht so hässlich, ist okay. Dann gehen wir mal 14 zu dem hier. Ich finde das, glaube ich, am coolsten. So. Dann sehen wir das bestimmt auch bald in den nächsten Folgen. Oder mache ich jetzt mal kurz Skateboard?
Wie schaut das aus? Ja, das sieht sehr gut aus. Das macht jetzt sogar auch coolere Geräusche. Als das Hoverboard. Dann schauen wir mal kurz, wie das andere ausschaut. Ja, die sehen auch ganz cool aus. Ja, nice. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die Rekorde. Aber ich tue meine Cam wieder nach oben. Wie war das? Ich glaube, so ungefähr. So, glaube ich, war das. Gut, wir haben jetzt als erstes, machen wir vielleicht als allererstes hier die im Schneeresort und dann gehen wir ins Seeresort, würde ich sagen. Hi. Willkommen. So. Ab ins Schneeresort. Da haben wir zwei Sachen zu tun. Einmal den Weihnachtsbaum, beziehungsweise Christbaum. Sagt ihr Christbaum oder Weihnachtsbaum? Das interessiert mich, ich sage eher Christbaum, aber wir sollen einmal den Christbaum finden und dann das andere, was wir machen sollen, weiß ich gerade gar nicht mehr. War das was im Schneereifen? Nee. Was war denn das zweite? Kurzzeitgedächtnis kickt. So, schauen wir mal. Na, die bekommen Buckelpiste, oh je. Yeah. Buckelpiste. Ich bin kein großer Fan der Buckelpiste. Auf zur Buckelpiste. So, lauf auf zur Buckelpiste. Ey, boah, pass auf! Mensch! Hier gilt kein rechts vor links. So, dann. Los, gib Gas. Tanzfrosch. Was ist das? Oh, ich bin der Buckelpisten-Opa. Ich fahre schon seit Kindertagen. Warte mal kurz, was muss ich eigentlich überhaupt machen? Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches mache. Ah, oh, nee, nur einmal spielen, okay. Ich bin der Buckelpisten-Opa. Ich fahre schon seit Kindertagen, aber meine Leidenschaft für die Sport ist noch immer ungebrochen. Ich habe gerade wieder eine Buckelpiste-Herausforderung geschafft. Man wird mit jedem Lauf besser. Harte Arbeit zahlt sich immer aus. So viel ist sicher. Na, bist du zu Buckelpisten fahren? Hier, ich setze dir schnell ein Ziel. Und dann kannst du loslegen. Rocky, ich habe einen wichtigen Auftrag. Und zwar von hier aus zu jubeln. Haben wir die Buckelpiste eigentlich komplett schon geschafft? Also das haben wir... Also wir haben ja Sterne, haben wir alle. Aber haben wir das auch schon... Stufe 5? Habe ich Stufe 5 schon geschafft? Müsste man überprüfen, weil gehört jetzt 100% dazu, das auch zu schaffen. Rekord 405. Ja, aber knapp. Okay, wir haben das schon geschafft, sehr schön. Ich darf jetzt nicht fällen eigentlich. Oh Gott, das hat ja nicht andersweise geklappt. Oh Gott, es wird schrecklich werden. Nein, ich hinfallen! Oh Gott, was tue ich hier? Also Buckelpisten-Profi werde ich nicht mehr, ne? Naja, zweiter Punkt immerhin. Schade. Ne, das reicht schon. Das reicht schon. Oder? Ne, ich muss es schaffen. Okay, ich muss die Stufe, also Rang 4 wenigstens schaffen, glaube ich. Sonst kriege ich das nicht.
Sie macht ja noch einen, ich hasse das. Mach doch nur einen, wenn ich einen drücke. Der macht den aber doppelt. Warte, reicht das? Nee, oder? Ich finde das so blöd mit den Tricks. Die haben, waren damals nicht so buggy bei der Wii, glaube ich. Das war irgendwie nur im Schneeresort so. Wieso fällst du denn hin, Mann? Ah! Es wird immer weniger Punkte. Seht ihr das auch? Einen. Wieso jetzt wieder so wenig Punkte? Ich bin echt verwirrt, Leute. Wenn wir einmal hinfahren, können wir es vergessen. Wieso? Wieso? Muss jetzt super sein. Wieder zu wenig. Wegen welchen Punkten war es jetzt zu wenig? Schwünge. Okay, die Schwünge muss ich noch besser machen. Okay, mach es noch einmal. Oder warte, nein, wir müssen das doch so spammen, nicht? Ich glaube schon, wir müssen das so spammen. Das war das damals. Ich glaube, das war das, ne? Ja, geht doch. Schade, was? Schade. Aber das müsste doch trotzdem reichen. Wenn ich jetzt beenden mache, soll ich doch die Punkte trotzdem kriegen, oder? Oder muss ich Rang 5 schaffen? Hm. Kriege ich jetzt die Punkte trotzdem? Ich glaube schon, oder? Unglaublich. Was? Wait. Wandle die Schlusspunktzahl Spielerpunkt um. Bei Erfolg. Oh Gott, ich muss echt die Stufe 5 schaffen. Oh, Leutis. Schwieriger als ich dachte hier. Eieiei, das wird jetzt was. Ja, hm. Noch ein paar Tricks mehr, dann müsste es passen, glaube ich. Wieso? Warte, ich mal weiter. Wieso denn nochmal? Wieso macht er denn zwei? Ah, ich hab nur einen gemacht. Ich drück einmal und der macht aber mal zwei grundlos. Das nervt.
404. Okay, nice, das ist geschafft. Nicht 405, aber 404. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Was war am schlechtesten bei uns? Die Zeit. Aus den Tricks hat man eventuell auch noch was rausholen können, eventuell, aber das haben wir trotzdem gut hinbekommen, würde ich sagen. So. Sehr gut. Dann, ich wollte die Snowboard. Obwohl, ist egal. Snowboard geht auch. Autsch, Autsch, Autsch. Dem geht's glaube ich nicht so gut, dem einen her und dem auch nicht. Das ist ja gar nicht, dass hier auch so viele Luftballons sind. So ein paar wusste ich, aber so viele. Hallo, Herr Eisbär. Wo geht's hoch hier noch nicht? So, dann fahren wir wieder jetzt. Hui. So. Dann haben wir das beides geschafft, ne? Erkundung, Schneeresort, finde Weihnachtsbaum haben wir und das andere haben wir auch. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch ins Seeresort. Okay. Oh, shit. Ey! Ich bin den Tisch hochgefahren wegen dir. So, in Seeresort bitte noch. Dann haben wir das auch gleich geschafft. Dann sind wir im Seeresort noch, haben das Orienteering hinter uns. Und dann reicht es auch für diesen Part, würde ich sagen. Also ein zweites Orienteering wird wahrscheinlich zeitlich nicht mehr reinpassen. Yes. So. Schauen wir uns das Orienteering aus. Technik-Chatbot überspringe in der Frohbuch den U-förmigen Felsen. Ja, sieht doch gut aus. Nicht so schwer. Fahren wir zur Frohbuch. So. Hier haben wir einen schon. Nice. Damit haben wir das geschafft. Was hat er denn vor? Schafft er das? Alles okay bei dir? Aua, was macht die denn? Die ist komplett kaputt, ne? Komm, ich helf dir. Geh von dieser Schanze weg, die schaffst du nicht. Genial, sie hat sich bedankt sogar. Aber gut, dann würde ich sagen, du hast es bei dieser Folge von Switch Communication. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, euer herziger Freak. Und ja, im nächsten Part gehen wir mal ein bisschen durch und schauen, wo wir noch was zu tun haben und wo nicht. Das anschauen, ciao, euer herziger Freak. Muss ich drauf drücken? Hier. Ciao.